So, hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem fetten Schuldenberg. Minus 17, 18.000 haben wir jetzt schon. Wir machen pro Runde minus 7.000. Tja, was kann man da noch machen? Das Problem ist halt, dass also ich habe mal überlegt, dass wir halt von den Tausendern alle ein wegtun. Also feuern, also einmal von denen und einmal denen, aber dann haben wir halt immer noch, ja, das, Alter, das steigert sich ja heftig. Letztes Jahr vor 2 Jahren, wie sind wir auf von minus 1000 auf minus 10.000? Alter. Okay, wir haben... Wie kommen wir da jemals wieder raus? Ja, wir, okay. Ja, die Bären. Oh, das ist ja echt dunkel. Ist gut. Hier sind jede Menge Sachen kaputt. Hä? Kaputt. Also ist hier kaputt. Zu wenig Geld, Forschung. Strom. Ah, Stromquelle versagt. Warte, ich tu mal die... Genau, Forschung ist abgeschlossen. Ich tu mal den Grizzly weg. Und den weg. Und den Wolf auch. Achso, das kann nur ein Techniker forschen. Ja, aber der Techniker muss jetzt, ja, okay, dann forschen wir halt weiter. Der Techniker muss, jetzt den Transformator, ja, reparieren, oh Mann. Tja, minus 21.000 schon. Ich glaube wirklich, wir kommen hier nicht mehr raus. So, das einzige wäre, dass wir ein paar von unseren Tieren verkaufen. Oh, unsere Wölfin ist schon fast tot. Also älteres Tier ist es. Ich weiß schon.
So, ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir hier wieder rauskommen aus dem Schlafmantel. Gesamtgewinn minus 11.000. Steuern, Einnahmen 8.000. Ausgaben 20.000. Ja, wow. Ja, ne? Ich glaube, diese Folge versuchen wir noch, das irgendwie zu irgendwie umzudrehen. Ich weiß nicht wie. Vor allem, wenn wir jetzt noch ein Darlehen aufnehmen, ja, die 5000 bringen uns jetzt halt auch nichts. Aber jetzt ist ja das Darlehen fertig und rein theoretisch müssten wir jetzt. Ah, ja, okay, jetzt geht's wieder hoch. Dann würde ich sagen, feuern wir einen Mitarbeiter. Sorry. Und wir feuern einen. Ein Tierarzt. Sorry. So, wenn jetzt der grüne Pfeil hier nicht kommt, dann raste ich aus. Wie geht's denn eigentlich den Tieren? Lebensqualität, ja, denen ist stinklangweilig. Warte, nee. Materielle Eigenschaften, nee, das ist alles Gehege hier. Das will ich. Futter, Wasser, Lebensqualität. Ja, hier habe ich ja voll viel schon. Oh Mann. Was wollen denn die Bisons? Die wollen Ball, Futterspender und Greifball. Und die Wölfe? Dasselbe. Und die Bären? Grizzly? Nee, ich habe keinen Grizzly, oder? Sind das Grizzlies? Nee, ich glaube nicht. Ich habe den Isabel-Bär, oder? Isabel-Bär oder Grizzly-Bär? Ist sowieso das gleiche. Also nicht von der Tierart, sondern von den Spielen. So, Grizzly-Bär, ja doch. Gehege, Sauberkeit, Pflanzen immer noch zu wenig. Dann stopfen wir halt noch mehr. Noch mehr. Da rein. Die nordamerikanische Douglas hier ist ja so deren Liebling. Ne? Ja, wollt ihr. Ernährung, Qualität der Sauberkeit der Flüssigkeitszufuhr verunreinigt. Zu wenig Geld. Jetzt mach mal hier hoch, was ist denn los? Wieso ist es immer noch wenig? Bildung ist blöd. Warte mal.
Wahrscheinlich. Warte, hä? Pendelt. Ja, warte, den tue ich dann auch raus. Und. Der ist gerade hier drin. Der arbeitet auch. Ja, den tue ich auch weg. Hohe Auslastung, Energie. Den entlasse ich auch. Gut. Ey, Junge, ich... Wieso ist es jetzt wieder... Oh, Mann. Ich entlasse welche und dann... Und dann kommt sowas. Ne? Wolf, Alpha-Tier. Oh, der ist immer noch so unglaublich cute. Nam, 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 nam. Ja, Schwanzwedel. Ja, annehmbar. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Alter, wie... Das ist alles schon mehr oder weniger gebrochen, Alter. Ich habe schon größere und bessere Toast gesehen. Ja, dann zahl mal mehr, dann, damit ich auch hier wieder aus dem Schuldenberg rauskomme hier. Was soll denn das? Ich habe schon größere Toast. Sie sind vor 2 Stunden Richtung Norden gezogen. Wer kennt das? So. Der Preis für das Ticket des Zoos ist einfach klasse. Und die anderen sagen so, das. Was für eine Bruchbude. Man sieht gar nicht, ob es so ein Tier überhaupt ist. Hä? Wie? Das ist genau vor euch. Was wollt ihr eigentlich? Was? Oh Gott. Also bei den Bären würde ich es verstehen. Die haben ein ziemlich großes Gehege, wo man nicht sehr gut hinkommt. Alter. Der Techniker muss jetzt aber auch... So, und ja, immer noch Minus. Das ist ja wunderbar. Ich weiß nicht, ob ich Inspektor kommt in 24 Monaten. Ja, der kann auch gleich kommen. In 24 Monaten werde ich immer noch nicht von den 25.000 Miese mich erholt haben. Zur Übersicht. Zufriedenheit 25%. Okay, 3 Sterne haben wir wenigstens, okay. 2 Objekte geöffnet. Da kommen 12 und 5. Ja, okay. Ja, das wird auch nicht viel ausmachen. Höchste Attraktivität. Okay.
Wie komme ich an Geld? Ja, neue Tiere und so. Ja, das minus 28.000. Das ist wunderbar. Tja, und sonst so? Sauberkeit ist auch nicht mehr so gut. Viele Gäste denken, dass die Tickets sehr teuer sind. Ja. Ist mir egal, ich brauche Geld. Und was ist das da? Sparen. Das hat er jetzt den ewig langen Weg gegangen. Ach Mann, das hat hier alles 100. Es verdurstet nicht. Hier ist jede Menge Sachen sind hier kaputt und noch mehr Sachen sind kaputt. Aber der Ding ist jetzt wieder clean, ne? Ja. Der ist jetzt wieder repariert. Der da ist auch repariert. So. Ja, es ist... Ich habe jetzt zwei Mitarbeiter für insgesamt 2000 rausgelassen. Ich habe die Tickets erhöht. Ja. Und jetzt? Der Techniker kann mal... Ja, das Blöde ist, selbst wenn ich Imbiss oder Getränke oder Souvenirläden erforsche, die kann ich ja nicht bauen. Weil ich kein Geld habe. Da bringt es nicht viel. Schau, die sagen, er ist gut. Ja, wahrscheinlich sagen die rausgehen, sagen, er ist zu teuer. Ja, dann geh halt hier zum Getränkeding. Hier ist gerade niemand. Ja, hier ist auch gerade niemand. Jihi. Das ist krass, wie viele Mitarbeiter man braucht oder Verkäufer braucht, um 5 Läden zu schmeißen. Also ich habe jetzt ja, ich habe jetzt 2, 4, 6, 7. Ja, an sich bräuchte man wahrscheinlich doppelt so viel, aber ich habe kein Gold, kein Geld und auch kein Gold. Flap, flap. Ja, und jetzt? Marketing? Ja, ich komme hier nicht mehr raus. Gut, also, ist eine kurze
Ist eine kurze Folge jetzt. Nächste Runde werden wir wahrscheinlich mit einem neuen Zoo anfangen müssen. Ich schau mal, ob ich irgendwie hier nochmal rauskomme, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Gut, dann danke fürs Zuschauen. Es war ein bisschen langweilig, glaube ich. Sorry dafür. Ja. Aber ich finde es blöd, dass ich das da jetzt nicht irgendwie mehr nutzen kann. Also die anderen Gehege sind ja egal, aber das da war mehr oder weniger aufwendig. Naja, gut. Dann, ja, vielen Dank fürs Zuschauen, wie gesagt. Und nächstes Mal machen wir mal einen neuen Versuch. Bye, bye. Sie so wakatena.